Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wunderschönes Wetter und wir haben eine sehr lange Strecke vor uns, denn ich habe vor, mit der Arpa ans Meer zu fahren. Ja, ich habe Ferien, das Wetter ist wunderschön, aber hier ist es mir einfach zu warm, zu stickig, zu bäh. Und deswegen fahren wir jetzt ans Meer. Ich habe vor, nach Norddeich zu fahren, in Niedersachsen. Also wir bleiben mal schön in Deutschland. Ich fahre über Land, habe mir eine schöne Route rausgesucht. Und das werden so 362 Kilometer, sagt Google Maps jetzt. Also, 362 Kilometer. Ich werde nicht durchgehend filmen. Ich werde ab und zu mal so ein paar Filmmitschnitte laufen, sobald irgendwie schöne Landschaft oder so ist. Aber sonst brauche ich halt mein Smartphone zum Navigieren. Nach 300 Metern links abbiegen auf Nevigeser Straße. Das war schon die Ansage, nach 300 Meter links. Ich habe ja eigentlich in der Arbeit dieses Tablet zum Navigieren. Aber ich habe vergessen, mir da die Offline-Karte runterzuladen. Und ich wollte eigentlich ganz gerne jetzt los. Deswegen navigiere ich jetzt einfach über mein Smartphone. Links abbiegen auf Nevigeser Straße. Ja, links abbiegen. Alles klar. So, eine rote Ampel. So. Sobald wir hier aus Wuppertal und generell aus diesem bergischen Land raus sind, auch aus dem Ruhrgebiet, wird es eigentlich schön. Wir fahren eigentlich nur noch schnurgerade geradeaus. Es ist flach und das ist eigentlich perfekt für die Arpe. Also flach und geradeaus fahren, da freue ich mich schon richtig drauf. So. Naja, wie auch immer, ich mache euch jetzt hier mal aus und dann sehen wir uns wieder, wenn die Landschaft irgendwie schöner wird. So, da sind wir auch schon wieder. Ich bin jetzt seit einer knappen Stunde unterwegs und ich bin jetzt in Castrop-Rauxel. Jo, ich bin ziemlich schlecht vorangekommen. Google Maps wollte mich auf eine Kraftfahrtstraße leiten. Die musste ich dann großräumig umfahren, indem ich durch Bochum Innenstadt, also indem ich durch Bochumer Innenstadt gefahren bin. Och, es war lästig. Aber jetzt fahren wir wieder auf einer geraden Landstraße. So macht das Spaß. So, mit 40 km/h, jetzt geht's auch flotter voran. Ja, ich habe vor, nach Norddeich zu fahren. Ich fahre jetzt ohne Google Maps. Es ist eh nur Mist. Also, es nervt wirklich, dass man nicht einstellen kann, wie viel km/h man unterwegs ist. Weil erstens die Ankunftszeit ist natürlich total irrsinnig, die mir da angeht. Und auf der anderen Seite, wenn man selbst, man kann Autobahn vermeiden machen, klar. Aber wenn man auf Autobahn vermeiden macht, will der einen immer noch auf Kraftfahrtstraßen leiten, die man auch mit der Arbeit nicht befahren darf. Und das sind nicht wenige. Das waren jetzt hier auf dem Weg schon insgesamt zwei. Eine konnte ich recht einfach umfahren, die andere musste ich halt jetzt mit Bochum Innenstadt. Und deswegen habe ich mir jetzt so ein paar Orte rausgesucht auf der Strecke und fahre jetzt einfach nach Straßenschildern. Guck, was sinnvoller ist. So, Herne, Recklinghausen, Hoppinghausen, ja, Waldrop. Fahren wir mal nach Waldrop. Ja, Stoppschild. 2022, 2023. Ja. So. Es ist jetzt nicht der effizienteste Weg, aber es ist auf jeden Fall für mich weniger stressig, als wenn ich mich dann auf Google Maps vertraue und da doch fünfmal wieder was umändern muss und anders fahren muss. Ja gut, jetzt ist hier wenigstens schön, das ist eine kleine Entschädigung.
war es dann erstmal videotechnisch aus der Gegend Castrop-Rauxel. Schalt die Kamera wieder an, wenn wieder irgendein schöner Gegendenwechsel ist, wenn es wieder schön wird. Weil jetzt war ich wieder einfach nur durch Innenstadt. Ja, wie ich mich hier von Ampel zu Ampel wurschte, ist glaube ich weniger interessant. Also bis gleich. So, wir sind im Münsterland. Ich habe jetzt langsam endlich diese ganzen Ruhrpott-Städte hinter mir gelassen. Ach, jetzt wird die Landschaft endlich wieder schön. Das gefällt mir. Hier schnurgerade Straßen. Die ganze Zeit mit Vollgas. Ja, ab und zu aber nicht ganz, aber überwiegend so mit 40 km/h. Einfach geradeaus fahren. So ist es schön. Ja, ich werde heute nicht ganz durchfahren bis Norddeich. Ich werde mir irgendwo vorher, also mein Ziel von heute ist erstmal aus Nordrhein-Westfalen rauszukommen. Ich versuche jetzt erstmal nach Niedersachsen zu fahren. Und da suche ich mir irgendeine Stelle, wo ich dann schlafen kann. Ich schlafe hinten in der Arme drin im Kasten. Ich habe mir dafür schon so, ja, so ein paar Kissen zurechtgelegt, die eigentlich von so Gartenmöbeln sind, so Sitzmöbelkissen halt. Die benutze ich dann quasi als Matratze da hinten drin. Wenn ich mich da quer reinlege, geht das einigermaßen. Also dementsprechend werde ich auf jeden Fall diese Nacht in der Arme drin schlafen. Dann morgen werde ich so die restlichen paar Kilometer fahren. Na wobei, vielleicht, ja. Es ist 15.30 Uhr und ich habe noch so, ja, 220 Kilometer vor mir. Ja, mal sehen. Also zeitlich würde ich es auf jeden Fall heute noch schaffen. Aber es ist dann die Frage, ob ich so weit durchfahren möchte, weil irgendwann geht es schon auf die Ohren hier drin und auf den Rücken. Aber noch macht sehr viel Spaß. Ja, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiterfahren. Thank you.
Schönen guten Morgen, neuer Tag. Es ist 6:30 und ich fahre jetzt weiter. Ich habe die Nacht in der Apel hinten drin geschlafen. Ich muss sagen, das hat echt gut geklappt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich doch halbwegs so bequem ist. Also man muss sagen, ich bin knapp 1,80, ein bisschen kleiner, also 1,78. Und für mich geht das gerade so, dass ich da diagonal mit leicht angewinkelten Beinen drin schlafen kann. Aber das hat echt verhältnismäßig gut funktioniert. Ich hatte jetzt schon 7 Stunden Schlaf und kann jetzt schön ausgeschlafen weiterfahren. Ja, ich wollte jetzt nicht da filmen, wo ich geschlafen habe, an die Kamera reden. Es war schon recht belebt da. Also, man muss dazu sagen, ich habe mich einfach ganz pragmatisch auf den McDonald's-Parkplatz gestellt. Weil das ist eine Sanitäreinrichtung, da konnte ich jetzt schon frühstücken. Natürlich ziemlich ungesund, klar. Aber für so eine Reise kann man das mal machen. Aber ja, es hat echt gut funktioniert. Also wenn ihr mal mit der APA irgendwie längere Strecken fahrt und wirklich mal nicht mehr könnt, ihr könnt hinten drin schlafen. Weiterer großer Vorteil von der APA. Ja, wenn ihr jetzt 2 Meter groß seid, wird's schwierig. Aber zur Not, irgendwie ist das schon möglich. Ja, jetzt die letzten 120 Kilometer heute. Ja, es ist 6:30. Mal sehen, wann ich ankomme. Also, auf jeden Fall früh genug. Oh, ein Hase. Nee, Karnickel, keine Hase, Entschuldigung, Kaninchen. Hier sind echt viele davon. Ja, dann treten wir jetzt heute mal die letzte Etappe an. 2/3 habe ich schon hinter mir. Ich denke mal, das wird heute recht entspannt. Wetter ist perfekt. Wird hier ein bisschen warm, wo ich gerade bin. Also hier, Haaren, wo ich gerade bin, sollen es heute 34 Grad werden. Ja, ich hoffe mal, dass ich bis dahin hier weg bin. Um am Meer sollen es so 26 werden, 27, das ist noch angenehm. Aber während der Fahrt geht's eigentlich. Deswegen schaue ich jetzt mal zu, dass ich möglichst schnell irgendwo ans Meer komme. Da sind die Temperaturen dann sehr angenehm, hoffe ich mal. Und ein leichter Wind, das wird super. Für heute Abend ist ein bisschen Regen angesagt, aber mal schauen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall hier wieder schöne Landschaft, alles flach. So muss das. Das macht gute Laune. Kreisverkehr geradeaus Richtung Industriegebiet. Na gut, dann machen wir das mal. Ah, tanken müsste ich mal langsam. Also ich bin jetzt die 220 Kilometer mit einer Tankfüllung gekommen. Jetzt ja kurz vorm ersten roten Strich, also noch nicht in der Reserve. Das ist noch alles entspannt. Ja, 1,85, nee. Ich guck mal, ich schaff's wahrscheinlich bis Norddeich ohne zu tanken. Aber dann müsst ihr auch langsam tanken. Hier die Tankstelle mal noch zu. Deswegen muss ich lang. Geradeaus weiter. Alles entspannt. Hier durch die Ortschaft ein bisschen fahren. Ich muss wieder eine Kraftfahrtstraße umfahren. Die Bundesstraße 70 darf ich manchmal befahren, manchmal darf ich es wieder nicht. Jetzt kommen wieder 20 Kilometer, wo ich sie nicht befahren darf, deswegen fahre ich sie jetzt halt ein bisschen. Dann kann ich so in 15 Kilometern wieder auf die Bundesstraße, auf die B70. Und dann geht es eigentlich nur noch geradeaus Richtung Ziel. Denke ich mal, werde ich wieder so einen schönen Schnitt von 40 km/h haben. Fahren wir auch gerade schon wieder leicht über 40. Alles entspannt. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass die Nacht so glimpflich verlaufen ist. Ich habe so geschlafen mit leicht angelehnter Heckklappe, dass da halt ein bisschen Wind reingeht, weil es war schon echt zu warm. Also draußen war es gestern Abend noch 31 Grad und diese Nacht ging es dann runter auf 24, da wurde es dann angenehm. In der Nacht war es angenehm hinten drin. Abends war es noch ein bisschen zu warm.
Aber es wurde dann besser. Ich habe mir so einen Ventilator mitgenommen von zu Hause. Den konnte ich mit einer Powerbank betreiben. Da konnte ich mit ein bisschen Luft in den Kasten reinblasen. Das lief super. Ja, die Sonne steht noch schön tief. Wie gut, dass ich eine Sonnenbrille mitgenommen habe. Sonst wäre ich hier schon ziemlich geblendet. Aber bisher macht mir das Reisen mit der Apnisse doch sehr viel Spaß. Hier auf dem Flachen geht's super. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen, ne? Es geht immer weiter an den Deichen entlang. Links von uns ist jetzt weiterhin die Ems. Ja, ich bin jetzt gerade am Ems-Sperrberg vorbeigefahren. Ja, gleich mündet sie in die Nordsee und dann sind wir auch schon da. Ich bin jetzt noch 40 Kilometer von meinem Ziel entfernt. Es läuft, würde ich sagen, es läuft. Also die letzten 30 Kilometer waren sehr entspannt. Einfach nur Gas gedrückt halten und sitzen. Und wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 km/h. Das ist nicht schlecht in der Art. Ich habe generell das Gefühl, wenn die jetzt einmal hier richtig heiß gefahren ist, läuft die deutlich besser. Jetzt läuft die richtig schnell. Also, das heißt schnell, verhältnismäßig schnell. Aber so 43, 44 finde ich schon gar nicht schlecht. Dafür, dass die vom Berg her mit 37 angegeben ist und ich habe nichts verändert. Die sind komplett im Originalzustand. Ich habe hinten mein ganzes Gepäck drin. Also, das finde ich gut. So, haben wir das auch mal erlebt. Starkes Unwetter in der Ape. Super. Ja, aber sie hält dicht, ist die Hauptsache. So, jetzt erstmal eine kleine Lagebesprechung. Es beruhigt sich gerade hier. Ist alles gut. Ja, ich hatte hier heute einen schönen Tag am Meer. Ich denke mal, ich werde dann so morgen Mittag langsam wieder zurückfahren. Boah, das war ein ordentlicher Blitz. Ja, morgen Mittag werde ich dann die Heimreise antreten. Werde dann so übermorgen Abend zu Hause sein. Ich werde wieder irgendwo einen Zwischenstopp machen, wahrscheinlich diesmal in Emsbüren. Da habe ich mir einen schönen Parkplatz rausgesucht, auf dem ich dann übernachten werde. Wieder. Oh. Wieder hinten in der Ape drin. Wie gut, dass sie wasserdicht ist.
Aber morgen soll das Wetter eigentlich sehr schön werden, also quasi dann die Ruhe nach dem Sturm. Weil das ist jetzt gerade schon ein ziemlich heftiges Unwetter angekündigt. Ja gut, ich denke mal, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde dann noch hier ein paar Aufnahmen für euch machen, dass das Video auch ein bisschen spannender ist als nur Fahrt. Ja, bis morgen. So, noch einen kleinen Abendspaziergang hier an den Feldern entlang. Ja, bevor es morgen zurückgeht, brauche ich noch ein bisschen Bewegung. Morgen Vormittag lege ich mich erstmal schön ein bisschen an den Strand und dann geht's wieder zurück. So ist der Plan. So, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich habe hier noch alles erledigt, was ich erledigen wollte in Sachen Sightseeing. Ja, mehr halt. Mehr gibt es ja auch viel nicht. Ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Viel Spaß dabei. So, wir fahren wieder. Also genauer gesagt stehen wir gerade an einer roten Ampel. Aber im Grundsatz habe ich vor, jetzt nach Hause zu fahren. Sprich 340 Kilometer wieder zurück. Ja, 350, je nachdem wie ich fahre. Wir haben jetzt 15.09 Uhr. Ich werde also auf keinen Fall durchfahren. Da würde ich irgendwann diese Nacht um 2 wahrscheinlich ankommen und wer kommt denn? Dem Straßenverlauf von Letzdorfer Straße noch 4 Kilometer folgen. Alles klar. Ja, deswegen mache ich dieses Mal einen Zwischenstopp in Emsbüren. Das sind so 170 Kilometer von hier. 180 vielleicht. Ja, da werde ich auf jeden Fall dann übernachten. Wieder hinten in der Ape drin. Das hat ja super geklappt. Das ist sehr low-budget-mäßig. Ich habe ja auf dem Hinweg in der Ape hinten drin in Meppen auf dem McDonald's-Parkplatz übernachtet. Jetzt hier in Norddeich in der Ape hinten drin im Kasten auf dem Netto-Parkplatz. Ja, und jetzt werde ich wieder auf dem Parkplatz übernachten in der Ape. Aber es funktioniert, es macht Spaß. Es ist halbwegs bequem und man kann ordentlich was dabei sparen. Ja, ich fahre jetzt wieder Richtung Süden. Sagt zumindest Google Maps, die Sonne sagt das nicht ganz, aber die Grundbewegung der Fahrt wird sich Richtung Süden orientieren. Dass ich dann so morgen, wenn es gut läuft, morgen Mittag, morgen Nachmittag zu Hause bin, wenn ich dann morgen früh losfahre. Dann hätten wir das absolviert. Aber jetzt hier die ersten bis Emsbüren macht das echt Spaß zu fahren. Danach, wenn ich so wieder ins Ruhrgebiet reinkomme, oh, ja, diese ganzen Städte da, das macht nicht so wirklich viel Spaß. Aber jetzt hier übers Land, ich kann es nicht oft genug betonen, das ist echt super. Bei perfektem Wetter und ein bisschen über 40 km/h, also wieder ein bisschen unter 40 km/h. Jetzt geht es hier gerade minimal bergauf, das merkt man sofort. So, jetzt ist die Tachonadel wieder über 40. Ja, geschmeidig. Ich fahre hier gerade eine Umleitung. Die Bundesstraße 72 ist gesperrt. Die hätte ich eigentlich geradeaus durchfahren können, aber die ist auch ein Stück gesperrt. Deswegen fahre ich jetzt hier eine Umleitung, die meinen Weg 6 Kilometer länger macht, aber schöner. Schöner auf jeden Fall. Läuft, würde ich sagen. Wir kommen perfekt voran. Ich habe jetzt hier wieder so einen Schnitt von 42. Die Straßen sind gerade. Ich kann quasi permanent Vollgas geben, wo ich hier gleich lang muss. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich komme super voran. Ich bin jetzt... wir haben jetzt 17 Uhr. Ich bin schon ein bisschen was unterwegs, aber ich habe jetzt noch knapp 90 Kilometer vor mir. Ich denke mal so, wenn ich meinen Schnitt halten kann, 2,5 Stunden bin ich da in Emsbüren und dann kann ich dann wieder schön hinten drin schlafen und dann geht es morgen weiter. Ja, pessimistisch gesehen 3 Stunden, aber 2,5 sollte ich schon irgendwie schaffen.
Ja. Mal sehen. Aber es macht Spaß. Das Wetter ist schön, die Straßen sind gerade. Also, ich kann noch ein bisschen weiterfahren. Aber die Ankunftszeit wird dann auch hoch sein. Zum 19 Uhr, 19.30 Uhr. Nach 300 Metern im Kreisverkehr dritte Ausfahrt K27 nehmen. Ja. Hauptsache, ich komme irgendwie vor 22 Uhr an, weil so länger als 22 Uhr, wenn es dann noch dunkel wird. Und, nee. Deswegen fahre ich auch nicht durch. Ja, Richtung Papendorf, Papenburg. Das klingt gut. Kreisverkehr und hier raus. Bam, wieder in den vierten Gang und einfach geradeaus. So auf eine Dreiviertelstunde noch. Noch 35 Kilometer. Ja, 35 Kilometer. Vielleicht auch eine Stunde. Je nachdem, wie ich jetzt weiter so durchkomme. Ah. Ja, Pause los. Es ist jetzt 18.59 Uhr. Stramm. Ja. Aber es geht. Ich bin noch nicht sehr ermüdet, aber ich denke mal, ich bin dann auch froh, wenn ich mich gleich hinlegen kann. Habe ich heute viel geschafft, würde ich mal sagen. Ja. Aber die schöne Landschaft hier macht es eigentlich dann wieder gut. Jetzt bin ich von den Feldern weg, jetzt fahre ich eigentlich, ja, das Land ist nicht mehr ganz so platt. Langsam kommen wieder so ein paar Hügel, aber jetzt fahre ich überwiegend durch so leicht bewaldete Gebiete. Google Maps wollte mich jetzt die ganze Zeit wieder auf eine Kraftfahrtstraße leiten, aber wie gesagt, das darf man ja mit der Ampel nicht. Und abgesehen davon möchte ich das auch nicht, weil die Autos fahren da 100, also 100 ist erlaubt, die fahren schneller als 100. Also 120 fahren die da schon gelegentlich. Und dann zweispurig mit Abtrennung in der Mitte. Ich könnte auf dem Seitenstreifen fahren, aber es ist... Nee, es macht keinen Spaß, wenn die da mit 80 oder 90 km mehr als man selbst fährt vorbeifahren. Aha. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf die Straße, weil ich fahre jetzt auf die Straße drauf. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf B70. Genau. Ab hier sollte sie eigentlich keine Kraftfahrtstraße mehr sein. Und von der Beschilderung her sieht es auch so aus, als wäre es jetzt eine ganz normale Bundesstraße. Aber ja. Das sieht gut aus. Rechts Richtung Lingen und Meppen. Rechts abbiegen auf B70. Nee, Meppen haben wir schon hinter uns, dann rechts Richtung Lingen. Grünpfeil geht weg. Dem Streckenverlauf 15 Kilometer folgen. So, da haben wir doch wieder. Na, gucken wir mal, Leute. Anhalten. Ah, zu überholen.
was ich auch jetzt herausgefunden habe, ich wäre noch recht neu in der Ape und so Welt, dass man sich anscheinend auch unter Vespa- und Ape-Fahrern grüßt. Also alle Vespa-Fahrer grüßen ja auch mal rein, grüßen natürlich zurück. Dass man sich unter Ape-Fahrern grüßt, war mir schon irgendwo klar. Da ist so eine kleine Randgruppe, da grüßt man sich, wenn man sich sieht. Ist ja bei Automarken auch so. Unter Saab-Fahrern, ist auch eine alte Marke, die mittlerweile pleite ist, grüßt man sich auch gelegentlich. Tesla-Fahrer sowieso. Mittlerweile ist es bei Tesla-Fahrern ein bisschen abgeebbt. Als meine Eltern ihren ersten Tesla hatten, wurden wir immer gegrüßt, haben immer zurückgegrüßt, wenn wir andere Teslas gesehen haben. Aber mittlerweile gibt es so viele davon, macht man nicht mehr. Aber unter Apenfahrern grüßt man sich auf jeden Fall. Also wenn ihr mal eine Ape seht und selbst mit einer unterwegs seid oder grüßt. Es ist schön. Es ist wirklich schön. Das macht dann auch gleich noch mehr Spaß. Jetzt gleich jeden Moment mit meinem Schlafplatz an, den ich mir ausgesucht habe. Ich habe da keine Lust, auf dem Parkplatz zu filmen, die Kamera zu reden. Kann ich noch nicht. Vielleicht irgendwann, aber aktuell habe ich noch nicht das nötige Selbstbewusstsein dazu. Beziehungsweise, das kommt einfach komisch rüber, ich auf dem Parkplatz. Mach ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich mich deswegen für die heutige Tage schon mal hier bei euch verabschieden. Morgen geht es dann weiter von Emsbüren nach Wuppertal zurück. Ich habe jetzt hier ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft, werde also morgen nochmal ungefähr das Stückchen vor mir haben. Wird aber länger dauern, und zwar weil ich ja das ganze Ruhrgebiet vor mir habe, durch die Stadt und dann Ampeln und da freue ich mich schon jetzt nicht drauf. Aber ist unvermeidbar. Da werde ich dann dieses ganze schöne Stück hier. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dann. Fazit zur heutigen Strecke noch mal super. Alles einfach. So, bis morgen. Schönen guten Morgen. Heute ist die letzte Etappe. Ich habe vor, jetzt heute durchzufahren. Ich habe noch 169 Kilometer über. Sollte ich recht einfach schaffen. Wir haben jetzt 7.58 Uhr. Ich bin mal gespannt, wann ich ankommen werde. Also ich plane jetzt mal so mit 6-7 Stunden Fahrt. Denke ich mal, sollte irgendwie klappen. Jetzt stehen wir erstmal an der roten Ampel. Ich muss noch wach werden ein bisschen. Ich habe jetzt gerade gefrühstückt, einen Kaffee getrunken und der muss jetzt erstmal wirken. So. Da hinten wird eine Straße frisch asphaltiert. Hier wird mal auf einer Baustelle gearbeitet. Das ist was ganz Seltenes. Wie gesagt, letzte Etappe heute von Emsbüren zurück nach Wuppertal. Ich fahre durch. Als allererstes fahre ich durch Bad Bentheim. Da bin ich mal gespannt drauf. Dann fahre ich erstmal durch jede Menge kleine Dörfer. Und mein nächstes großes Städteziel ist dann Essen. Und dann fahre ich durch Essen, durch Mülheim an der Ruhr. Muss ich leider einen kleinen Umweg machen. Ich weiß nicht, noch. Ich fahre so zwischen Essen und Mülheim an der Ruhr. Also ich glaube, ich fahre noch durch Essen. Aber so als Orientierung, weil ich muss mal wieder eine Kraftfahrtstraße umfahren. Super. Das ist das Einzige, was halt wirklich richtig nervt. Diese Drecks-Kraftfahrtstraßen. Und dass vor allem Google Maps es nicht für nötig hält, einen davor zu warnen. Deswegen kann ich jetzt schon bei Wikipedia jede einzelne Straße, die ich fahre, googeln und gucken, ab wann die zu einer Kraftfahrtstraße wird, ob die zu einer Kraftfahrtstraße wird. Das ist so ein Müll. Vor allem bei Google Maps sind sie ja theoretisch so halb eingezeichnet. Aber wenn man reinzoomt, sieht man, dass sie nämlich zweispurig sind. Also dass zwei Spuren auf jeder Seite, sprich vier Fahrstreifen mit Mittelbegrenzung. Das sind so Kraftfahrtstraßen. Wenn man da reinzoomt in der Kartenansicht, da sieht man die auch. Aber Google Maps hält es ja nicht für nötig, die Routenplanung mit einzubeziehen. Weswegen so Fahrzeuge, die unter 60 km/h schnell sind, mit denen man da nicht drauf darf, ziemlich benachteiligt sind. Da muss auch ich mal als kleiner Google-Fanboy
sagen, dass das absoluter Mist ist, Google. Warum? Und wenn ich über Google schimpfe, hat das schon ein bisschen Gewicht. Weil jeder kennt ja diese Leute, die von ihren iPhones oder Apple-Geräten so fasziniert sind und ja, alles verteidigen, was Apple macht, wenn die ein neues Handy für 2.500 Euro vorstellen. Ja, aber das ist ja super. Ja, so ist es bei mir halt mit Google. Ich habe einmal komplett durchgegoogelt mit allen Geräten, die so haben. Aber das ist wirklich Mist, Google. So, muss ich hier lang. Aus. Alles klar. Wie man vielleicht hört, muss ich mich jetzt noch einen Berg hochquälen. Dann habe ich es auch wieder nach Hause geschafft. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch mit dabei zuzuschauen. Wenn ja, dann würde ich mich doch sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Ja, 500 Meter noch. Aber das ist wirklich ein sehr steiler Berg, den ich hier hoch muss. Also, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, der Rückweg lief sehr geschmeidig. Also, ich bin jetzt die letzte Etappe in einem durchgefahren, habe mich angehalten. Das war wirklich super. Ja. Weitere Videos werden folgen. Und ich lege mich jetzt gleich erstmal hin. Es ist übrigens 13.03 Uhr. Ja. Trotzdem, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Ich bin auch voll losgefahren. Bin den ganzen Tag gefahren. Bis jetzt. Ich lege mich jetzt mal hin. Wie gesagt, ich hoffe, es wird interessant. Ja, ich bin müde. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, liked das Video und bis demnächst.